Oh mein Gott, liebe Freunde. Oh mein Gott. Heute Abend haben mir Freunde geschrieben. Ey Julian, ich gucke mir das Spiel gar nicht an im Pokal. Das ist doch eklig. Das machen die Bayern 4, 5, 6-0. Das braucht man sich nicht angucken. Das ist langweilig. Und ich habe gesagt, Leute, kennt ihr nicht das gute alte Gesetz, was niemals schlecht wird? Der Pokal und seine eigenen Gesetze. Bayern, Trippelsieger, Champions League-Gewinner, wird vom kleinen Holstein Kiel einfach mal rausgekickt, Leute. Was ging denn da heute ab? Ich fasse es nicht. Dabei ging es für die Bayern ganz normal los. Sie führen 1-0 durch Gnabry. War abseits übrigens, aber egal. Es gibt kein Videobeweis. Was ich übrigens auch nicht verstehe. Ich habe mich super geärgert. Mein Verein Eintracht Frankfurt rausgeflogen gegen Leverkusen. Abseits-Tor auch bekommen. Ich bin geärgert. Warum? Warum macht ihr nicht den Video? Also, macht ihr sogar in der zweiten Liga? Da könnt ihr doch auch im DFB-Pokal machen. Da geht es doch um viel. Warum macht ihr? Egal. Also kommt der später, aber ich finde auch schon jetzt sollte er da sein. Egal. Gut. Holstein Kiel lässt sich davon nicht irgendwie abschrecken. Finn Bartels, Ex-Bremer. Ja, macht den Ausgleich. Dann toller Freistoß. 2-1 Bayern in der zweiten Hälfte. Schade. Schade. Aus Underdog-Sicht natürlich. Trotzdem, das ist wirklich interessant. So, dann wird sogar hier noch, wer wird noch eingewechselt? Ein Lewandowski kommt da noch zum Beispiel. Ein Douglas Costa kommt noch. Alle reingeworfen und die kämpfen weiter und der verdammten letzten Sekunde kommt Hauke Wahl mit diesem Kopfball und kann da Neuer überlisten. Natürlich stellen sie sich dann komplett hinten rein. Natürlich verschanzen sie sich gefühlt mit dem Busfahrer wird noch eingewechselt. Alle hauen sich hinten rein bis in die letzte Sekunde. Elfmeterschießen. Ich dachte, Elfmeterschießen, Leute. Da sind doch die Bayern natürlich eigentlich total bevorteilt. Sie haben die besseren Schützen, sie haben einen Welttorhüter, Manuel Neuer, der irgendwie nicht ganz so fokussiert wirkte bei Elfmeterschießen, fand ich irgendwie. Und dann kommen sie einfach weiter, Leute. Ich glaub's einfach nicht. Und dabei haben die Bayern so gut geschossen. Also ich fand Lewandowski, Kimmich, Müller, Alaba, Costa, die Elfmeter. Der Keeper war ja oft in der richtigen Ecke von Schleswig-Holstein. Ja, Gelios. Ist gut gesprungen. Ich fasse immer in die richtige Ecke. Er kam nicht dran. Die Elfmeter waren zu krank geschossen. Ja, die weltbesten Spieler knallen dir einen nach dem anderen rein. Was willst du da großartig machen? Dann kommt Marc Rocker. Und da habe ich mir schon fast so intern gedacht, ob ich es glaubt oder nicht, hatte ich das Gefühl, er wird verschießen. Marc Rocker, der neue Zugang. Dass er auch diese Elfmeter schießt, ob er nicht er hätte jemand anderes schießen können. Gut, dass er sich traut, so als junger Spieler neu zu Bayern und so weiter, traut sich den zu nehmen. Ja, und dann verschießt er ihn. Das ist ganz, ganz, ganz bitter. Und die Bayern so früh, wann seht ihr das letzte Mal so früh rausgeflogen? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. War ich ja gefühlt nicht mehr auf der Welt, übertrieben gesagt, Leute. Ja, es wird einen anderen DFB-Pokalsieger geben als Bayern. Leute, gewöhnen wir uns dran. Riesen Kompliment an Holstein Kiel, wie ihr gefightet habt, jeder einzelne Spieler heute. Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Das war unfassbar. Das war wirklich unfassbar. Große Gratulation. Eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Wir sind später wieder. Und denkt dran, hattet den Ball richtig. Flach.